neue Hose mit Sexplatz, das ist doch gut. Ja. Hat es schon gelohnt, hier hinzukommen. Ja, seit ich jetzt. Seit unser Together-Runde hat es jetzt für mich jetzt noch nicht gelohnt. Ich glaube, ich habe jetzt aber auch wirklich jetzt durch jeden Wald durch. Und das sucht ja eigentlich die Dörfer aus. Aber es ist aber auch das Problem an DayZ. Es dauert halt, halt ewig, bis irgendwas passiert. Ja, das stimmt. Oh, ich habe ein Bandana gefunden. Sehen wir das mal an. Ganz ehrlich, jetzt sieht die aus wie eine Hausfrau. Irgendwie. Oh Gott. Ja, ich habe so ein Kopftuch an, was gelb-braun so kachelt ist. Wie so eine Art Handtuch, was ich jetzt auf dem Kopf habe. Mit einem weißen T-Shirt. Okay. Wo lang muss ich denn jetzt? Ach, da lang. Lol. Weißt du, ich finde haufenweise Klamotten, aber jetzt damit ihr überlebt, da finde ich nichts für. Das Problem habe ich nie gehabt. Ich bis jetzt auch nicht. Das Haus ist schon offen, da war locker jemand drin. Da nicht, ist echt nichts drin in den Häusern, ne? Muss ich nochmal auf meine Karte gucken. Aber wo war ich denn? Ich war beim Mountain. Ja. Bin ich hier gerade bei der Straße? Kann das sein? Es haut hin. Okay. Dann bin ich in der Nähe von Zelenogorsk. Ist auch eine größere Ortschaft. Das soll es angeblich Waffen geben, eine gute. Ja, dann ran da, ne? Ja, weil ich habe jetzt bei mir die ganzen, das meiste deaktiviert. Ich habe jetzt auf der Karte nur höherwertiges Zeug. Hey. Weil mich die Punkte zu irritiert haben. Oh, sag mir bitte, ich habe. Oh, lecker. Ich hab grad Thunfisch gefunden und der Punkt ist sogar noch Prestige. Jetzt fehlt dir nur noch. Ja, scheiße wäre es bloß gewesen, wenn du keine Waffe hättest oder einen Dosenöffner zum Öffnen. Boah, dann wäre ich kaputt gegangen. Aber das Hungry geht gerade weg. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Erfolgserlebnis. Aber man muss auch bedenken, in dem Sinne. Sind ja gerade nur einen Tag unterwegs und der Kerl verhungert innerhalb von ein paar Stunden. Ja. Wenn man bedenkt, wie lange man eigentlich ohne Essen auskommen könnte. Ja, 3 Tage so um den Dreh. Ne, 3 Tage was trinken, ne? Ja. Ohne Essen kann man über eine Woche. Also. Ja. Aber ich könnte ehrlich gesagt da mal 3 Tage ohne trinken, das ist schon. Ein Tag ohne trinken wäre schon heftig. Ja, und man kriegst auch Kopfschmerzen davon. Eben. Weil dem Körper ja Flüssigkeit fehlt. Ja, du kannst auch nicht schlafen, wenn du nichts getrunken hast, oder? Also ich kann's nicht. Ich auch nicht. Ich hab immer. Ich tue immer meine Flaschen, die ich neben meinem Computer stehen hab, die nehme ich immer noch mit rüber ins Bett, falls ich mal nachts durchkrieg. Ich hab immer ein paar Wasserflaschen neben mir. So, wollen wir mal gucken. Was ist das denn? Ach, oh Gott, wo bin ich denn? Oh je. Wenn ich hier weitergehe, dann bin ich schon in der Nähe von Novi. Von Novi? Ja, ich bin jetzt. In 1 Kilometer bin ich in Schakovka, das ist. Von Novi, ach, Schakovka, wäre das irgendwie so W-A-X-C geschrieben? W-A-X-O-B-K-A. Ja, genau, das habe ich hier am Ende von meiner Karte
Sehe ich das. Genau, da bin ich jetzt, wenn ich die Straße 1 Kilometer lang weitergehe. Ja, dann bist du auf jeden Fall schneller in Starfy als ich. Ich bin nämlich erst. Ich bin ziemlich weit weg. Um es mal Ah. galant auszudrücken. Kann auch sein, dass du schneller da bist, weil ich hier noch die Häuser noch was zu trinken gerade durchsuche, Na, weil ich habe hier. ich bin jetzt gerade in Drosfino. Also wird Apoxno geschrieben. Dann komme ich erst. Da versuche ich jetzt gerade zu überqueren. Dann komme ich nach Pulkovo. Und ja. Und dann geht's dann Richtung Starfy. Okay. Oh, ich habe einen Kompass gefunden. Jawohl. Gott, und ich Und bin eine ein. Karte. Was will ich mehr? Eine Karte, eine richtige Karte. Ja. Und wie heißt die im Spiel? Warte. Sieht aus wie ein Buch oder? Ja, das ist wie so eine Broschüre. Map of N Scenarios heißt die. Badly Damaged ist die zwar. Mal gucken, ob ich die benutzen kann. Ja, ich kann die benutzen. Alter, ich habe wahrscheinlich auch schon längst einen entdeckt, habe aber gedacht, schon wieder so irgendwie Papier, weg damit. Ja, aber das ist halt, du siehst halt immer nur Teile der Karte, ne? Du hast nie eine ganze Karte. Ach, dann hätte ich sicherlich schon irgendwo mal eine gehabt. Meine hört jetzt so gesehen auf, also ich sehe noch Novi Sobor, aber ich kann nicht weiter nach Süden gehen. Novi Sobor ist so in der Mitte durchgeteilt. Ich habe nur den nördlichen Teil komplett drauf. Okay. Aber trotzdem, ich habe eine Karte, ich könnte mir Mark setzen und dann kann ich da nämlich auch hin. Was mache ich mir jetzt mal? Ich setze mir da jetzt einen Mark hin. Ich will dann. Ach Gott, jetzt habe ich zwei Sachen aufgemacht, essenmäßig. Das ist nicht gut. Insert Marker. Habe ich da Marker angesetzt? Sehe ich den auch im Spiel? Nein. Okay, auch gut zu wissen. Marker funktionieren nicht so wie gedacht. Das Lustige ist immer, wenn man irgendwas isst, wenn man irgendwas trinkt, dann ist das Essen auch erledigt. Ich habe jetzt zum Beispiel mal Pepsi getrunken. Das. Ja. Plötzlich ist der Hunger weg. Das sollte ja eigentlich ja nicht sein. Nur eigentlich nicht. Ich hab's auf jeden Fall geschafft. Ich habe überlebt. Das ist gut. Definitiv. Weil ich hier noch zu essen gefunden habe. Und ich habe eine Feldflasche gefunden. Kann ich einfach auffüllen, egal ob Pfütze oder Wasser vorkommen. Ja, jetzt haben wir gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, also 13 andere Spieler. Gut. Hunger habe ich weg. Lol. Man hat einfach aufgehört zu rennen. Ich glaube, der kann nicht mal richtig rennen. Außer du rennst den Berg hoch. Das kam jetzt irgendwie. Das war jetzt wirklich ein winziger kleiner Hügel. Ja, egal. Lass ich mal kurz ausruhen. Ich lebe. Das ist sehr gut. Bin in Starogie. Das ist etwas rechts davon. Warte mal kurz, Karte. Wie heißt die Ortschaft nochmal? Also, Starogie. Das ist unter Schakowka. Okay, das kann ich noch nicht sehen. Wie gesagt, Schakowka ist bei mir die Grenze. Ja, da gehe ich jetzt gerade hin. Das sehe ich leider nicht auf meinem Bild. Habe ich jetzt einfach schön der Straße entlang, dann komme ich dahin. Und von da aus versuche ich dann nach Guglovo zu kommen. Von da aus komme ich direkt auf den Weg.
Moment. Oh, nee, bei mir führt gleich eine Straße von Starolche direkt nach links nach Kuklova. Muss ich nicht erst noch nach? Ja, Kuklova, stimmt, das ist direkt neben dir. Ja. Ja. Ich habe jetzt gerade hier mit den ganzen Hügeln dann zu kämpfen. Aber ich muss jetzt gerade den Wald überwinden und. Das ist anstrengend. Da kommt ein Schild, da kommt ein Schild. Perfekt. Geradeaus geht's in einem Kilometer direkt nach Kuklovo und da gehe ich jetzt hin. Als da eine Meile, ich weiß nicht, wie die das jetzt hier sehen. Wie gesagt, falls wir uns da noch lebend treffen werden, dann gebe ich dir einen Revolver. Was hast du eigentlich jetzt für eine Nahkampfwaffe? Nichts, Fäuste. Noch immer noch nicht? Ich finde ja nichts. Ich habe jetzt gerade mit Zufall in einem Haus mal ein bisschen was abgeräumt. So, ich habe Axt, also Axt habe ich zum Beispiel kein Problem mit die zu finden. Bis jetzt. Bis jetzt, ja. Gott, was würde ich jetzt dafür geben, dass ich jetzt irgendwie einen Spieler treffe? Der mit dem Rücken zu mir dreht. Ich dann richtig schön friedlich dann meine Waffe auspacken kann und ihn abschießen kann. Ja, wie bei Expendables 2 von wegen Blute in Frieden, ne? Ich muss sagen, Expendables, es kommt ja wieder der. Kommt jetzt der dritte oder vierte Teil raus? Wenn ein Teil noch rauskommt, wäre es der dritte. Na, es kommt der dritte raus. Das ist ja dann mit 13 Leuten. Mit 13 Knackern. Knackern. Ich wundere jetzt, aber da war The Dwayne Johnson war glaube ich nicht dabei. Ich finde, den sollte man reintun, weil der ist ja auch schon ziemlich alt. Na, geht eigentlich, ne? Der ist ja 40. Naja, dann, es gibt ja auch aber andere, die sind noch nicht einmal 40, sind trotzdem dabei. Ja, okay, das stimmt. Ja, aber ich weiß nur so, Vin Diesel oder so wird irgendwann auch noch da reingehen. Vin Diesel. Ah ja, der auf jeden Fall. Weil, wenn jetzt so von den Action-Dingern gehen wie Triple X oder sowas. Ach, hammergeiler Film. Hammergeil. Finde ich auch. Ich fand sogar den zweiten Teil dann nicht mehr so besonders. Weil Vin Diesel nicht mehr da war, sondern tot. Ne. Ja, weil die dann einfach schon, weil die dann auch gesagt, weil wegen den anderen sein Spruch, er wird keine Stunts mehr machen oder sonst irgendwas. Einfach nur noch pure Gewalt, so auf die Art. Ja. Das einzigste, der dann gewalttätige große, war ja dann eigentlich nur der Panzer am Schluss. Panzer? Nein, mit dem Panzer, mit dem sie dann, das war, diese, den Palast da gestürmt haben. Dem sie in ein Loch eingeballert haben und so weiter. Ach so, das ja. Aber was ich auch noch gut fand, war die Zuggeschichte am Ende. Die Zuggeschichte, ja. Die war an sich interessant, aber ich kenne das halt auch noch von, wie hieß der Typ? Sylvester Stallone? Wie heißt das? Sylvester, ja. Doch, ja. Davon ist mein Vater ein riesengroßer Fan. Der, ja. hat fast jeden Film von dem Kerl. Also auch Rocky und so, die Reihe da, ne? Auch. Die alten Säcke. Ich bin mal gespannt, was mit den Filmen dann passiert, wenn die weg sind. Also nicht mehr Schauspielern. Wenn du meinst, sie sind tot oder im Ruhestand? Ja, weil entweder oder halt, ne? Weil wer macht dann die Actionfilme? Ach so, du meinst, wenn die ganzen da weg sind? Ja, wenn die ganzen jetzt, die jetzt in Expendables mitgemacht haben, sagen. Wir machen keine Actionfilme mehr oder gar keine Filme mehr. Dann kommt Justin Bieber. Oh Gott. Ich muss wieder an den einen Alarm für Cobra 11 denken, wo er, der so ein Bösewicht gespielt hat, so einen Jungen da. Gott. Wer jetzt, hä? Der Justin Bieber. Ich war froh, dass der erschossen wurde. Ach, die Stelle, ja. Ja, da gibt's auch ein Minispiel fürs Handy.
Da musst du so ein Agenten spielen und immer wenn du stirbst, also ändert der dann die Ansicht um und dann siehst du in der Szene, wie Justin Bieber dann erschossen wird. So, ich bin jetzt auf jeden Fall in Kuglovo. Lauf da gerade schon wieder raus. Ja, ich muss jetzt in ein Dorf rein, in ein größeres Dorf. Und ich sehe hier schon auch einige Zombies. Gott, eine Vogelscheuche, ich hasse Vogelscheuchen. Und muss ja mal schauen, wie die Gegend hier heißt. Ich kann es mir zwar schon vorstellen, wie sie heißt, aber ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, da ist noch ein Zombie. Schau ich mal kurz auf die Karte. Was das sein könnte, wo ich gerade bin, weil ich mich nicht unbedingt dahin. Ja, ich habe jetzt Glovo verlassen. Moment mal, hier soll irgendwo ein Schießstand sein. Direkt da in der Nähe. Den Weg geradeaus und auf der linken Seite. Mal gucken, vielleicht finde ich den ja. Gott, was würde ich geben für ein Fernglas? Fernglas wäre schon was Tolles, ja. Ich muss das scheiß Schild lesen, ob der Zelenorsk steht. Da hinten ist auf jeden Fall wieder ein Zombie. Der guckt eigentlich schon in meine Richtung. Jetzt ist nur die Frage, wann rennt er zu mir rüber? Er rennt zu mir rüber. Diese Range von den Viechern. Ah, Hallo. Ich hab den Schießstand gefunden. Cool, das ist ein neuer Typ. Kenn ich gar nicht. Oh nee, Military. Na, jetzt mit dem Schreider weg. Lol. Ich glaub. Nee, das kann nicht sein. Der klingt wie eine Giraffe. Okay, one hit. Okay, hat nix gehabt. So, als nächstes bin ich, ja, das nächste, was jetzt kommt, ist auf jeden Fall Novi Sobor. Dari ist ja Kriegsgebiet hier auf dem Server, ne? Kennst du sicherlich noch aus der Mod-Geschichte. Warte mal, Notopepka. Notopepka. Dann bist du in Pogro... Ach, das ist Pogorevka. Pogorevka, ja genau. Ja, ich bin weiter oben, als ich gedacht hatte. Ich dachte, wenn du jetzt weiter nach rechts gehst, müsstest du in Rogorvo ankommen und von da aus die nächste Stadt rechts ist Dari. Ja, ich glaube, ich müsste jetzt eigentlich hier in die richtige Richtung. Ah, erstmal was essen. Ja, ich habe den Vorteil, dass ich jetzt einfach nur geradeaus laufen muss, weil ich auf einer Straße bin, die direkt nach Novi reinführt. Und wenn ich erstmal da bin, ist Dari sowieso direkt um die Ecke. Jo, dann sehen wir uns ja bald. Sollten wir auf jeden Fall. Ja, dann müsste jetzt eigentlich davon jetzt gleich die nächste Ortschaft kommen, wenn ich hier richtig bin. Stimmt, Rogovo und dann bin ich schon wieder in Stari. Sehr schön. Okay, jetzt habe ich hier eine kleine Ortschaft von einem Haus. So, ich sehe jetzt gerade Novi Sobor. Und da hinten ist auch Stari. Ich sehe beides schon. Ich werde mich jetzt ganz, ganz langsam nur durch Novi durcharbeiten und gucken, ob ich da was zu essen und Rucksäcke und sowas finde. Dann lasse ich mir jetzt Zeit mit. Ich hoffe, ich werde nicht von Zombies gesehen. Weil es ist ja schon eine kleine Stadt, sag ich mal. Ah Gott, jetzt verwirren mich diese Schilder hier schon wieder, wo ich jetzt gerade bin. So.
Also. Ninkopo ist 1 Kilometer in die Richtung. Wenn du nach Porobo willst, das ist so richtig. Ninkopo. Ne, das ist nach unten, das ist dann Pulkovo in dem Sinne. Ne, ich dachte ja Porobo musst du. Ne. Ne, ich bin hier bei Ninkopo, ist 1 Kilometer entfernt und 3 Enehoro Bock. Sehe ich hier gar nicht auf der Karte. Ist 3 Kilometer entfernt. Ach Gott, es ist da drüben. Bobini Coop mit 4O oder 3O. So ungefähr. Nee, ich sehe gerade, wo ich bin. Das wäre dann Zelenogorsk. Ich laufe sogar in die falsche Richtung. Ach so. Da muss ich dann dran hier vorbei. Ja, dann drehst du einfach um. Ja. Warte mal, wo ist denn die Sonne? Ja, die scheint mir jetzt wieder direkt in den Rücken. Okay. Und so der Sonne entgegen. Von der Sonne weg.